Ja, hallo und herzlich willkommen zum Teil 3 des ECC-Tutorials. Wir sind hier jetzt heute wieder da, um uns mal ein bisschen Sprungbefehle anzugucken, bedingte Sprünge, sogenannte Branches. Und dazu habe ich hier ein bisschen was aufgebaut. Eine Veränderung ist, wir haben hier eine LED-Lampe, die wollen wir vielleicht verwenden. Aber auf jeden Fall wollen wir hier den Temperatursensor dort verwenden. Und wir haben hier ganz viele Heizelemente, die sind jetzt für mich einfach nur da, um einen Unterschied zu erzeugen, damit wir auch was Richtiges angezeigt bekommen und einen Effekt sehen und so. Ja, und das hängt hier an einem extra Stromkreis, den ich dann anschalten kann. Und ja, also nichts großartig Besonderes. Einfach nur so ein bisschen Spielerei. So, wir können mit unserem Schalter ja hier unsere Lampe an ausmachen. Das verwerfen wir jetzt aber mal komplett. Das wollen wir jetzt gar nicht mehr verwenden. Wir wollen jetzt einfach nur dort dieses Display da verwenden, wollen da einmal unsere Temperaturen, die wir dort auslesen, dort anzeigen lassen. Und wir wollen diese Lampe anschalten, wenn zum Beispiel eine bestimmte Temperatur überschritten ist. Oh, Entschuldigung, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten ist. So, das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Und vielleicht noch ein bisschen Farbe wechseln. Ne? Man kann die Farbe von den Dingern hier wechseln, von der LED und auch von der LED-Anzeige. Schauen wir gleich mal, was wir so hinkriegen. Okay. Als allererstes machen wir Folgendes. Wir nehmen uns einmal den Code hier, den wir hatten, sagen Clear. Wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Und wir gehen jetzt auch bei und setzen dann gleich die Schräubchen richtig. Ja. Als allererstes, was müssen wir überhaupt anschließen? Das ist immer so der erste Gedanke, was müssen wir an den Chip anschließen? Also als allererstes, wir brauchen auf jeden Fall hier den Sensor, wir brauchen hier die LED und wir brauchen das LED-Licht. So, also sprich LED, Sensor, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, aber der heißt irgendwie Gassensor oder so. Und LED-Display. Ne? Schauen wir mal, was wir finden. An den haben wir schon mal 1. 0 haben wir schon mal die LED. Dann machen wir auf den hier mal Display Large, ne? LED-Display Large. Und 2 den Gassensor. Wunderbar. Dann gehen wir bei und schreiben uns die Aliase. Könnt ihr das auch noch andersrum machen. Ihr könnt auch erst die Aliase da reinschreiben und dann entsprechend dort die Schrauben festlegen. Manchmal ist das klüger. Weil, jetzt kommt nämlich das Gleiche, was habe ich jetzt auf 1, auf 0 gelegt? Ich glaube, die LED. Ja, D0, alias D, machen wir mal DSP für Display und alias D-Sense für Sensor. D2, ja, sowas habe ich richtig. Da ist das Display, Sensor, ja, sowas richtig, genau. Also hier stand jetzt noch Lampe, ne, da. Schalter und Lampe, ne, weil wir haben noch nicht exportiert. So, jetzt ist es drauf. Ne? Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum das da noch stand. Okay. So, dann müssen wir uns jetzt überlegen, was wollen wir jetzt genau machen. Ne? Wir wollen, einerseits wollen wir was auslesen. Okay, das Erste, was wir aber nach den Aliasen machen, ist, wir machen eine Loop. Ja, also Loop-Doppelpunkt und J-Loop. Wie ihr die hier benutzt, ne, also die Sprungmarken, ist euch auch komplett selbst überlassen. Ich persönlich mache ein J davor für Jump, weil es gibt noch eine andere Möglichkeit des Loop, ja, Loop ist es nicht, sondern wo man hinspringen kann und die nennt man dann ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht zu weit nach vorne greifen. Aber wundert euch jetzt nicht, dass ich so ein J davor schreibe. Das mache ich halt so, weil ich weiß, okay, hier ist es ein ganz normaler Jump. Ja? So, also, wir haben hier jetzt die Loop. Und wir wollen ja was laden. Wir wollen ja die Temperatur laden. Also wollen wir die Temperatur ja auch irgendwo reinschreiben. Wo schreiben wir sie rein? Nun, in ein Register. Und dem geben wir auch einen Namen. Ja? Wir machen also alias Erde für in dem Fall. Und wie nennen wir das? Wir nennen das Temp. Ich versuche die Variablen-Namen mal sehr kurz zu halten. Ne? Also und nehmen R0. So.
So, und jetzt laden wir als allererstes die Temperatur, ja? Also Load und dann R-Temp, ne? Da laden wir rein, von welchem Gerät, die Sense. Und jetzt ist die Frage, was laden wir? Ja, die Temperatur. Aber wenn ich da jetzt Temperatur eingebe, Temperatur, dann passiert nicht viel. Ich kann euch jetzt verraten, was wir falsch gemacht haben, aber wir sehen es gleich. Ich will es euch ja vernünftig zeigen hier. Gassensor. Wir gucken hier rein. So, und der Gassensor hat Pressure, ne, also Druck, kann er lesen. Temperature. Ja, Temperatur. Ja, das E, das fehlt. Können wir auch lesen. Wir können auslesen, wie viel in Prozenten, deswegen Ratio, wie viel O2 haben wir drin, wie viel CO2, wie viel N2, wie viel X, wie viel H2, wie viel Wasser und wie viel N2O. So. Prefab Hash ist völlig egal. Combustion, meine Herren, ist für uns auch relativ egal. Ja? Das sagt einfach nur, ob das Ding brennt oder nicht. Naja, wenn es brennt, ist es eh zu spät. Also für uns egal. Und also die ganzen Werte, die der Sensor jetzt kann, die werden wir nicht auslesen. Wir werden nur die Temperatur auslesen. So, und jetzt wollen wir diesen Wert, wollen wir ja da aufs Display kriegen. Dahin. Weil wir wissen wollen, wie sich der entwickelt. Ne? Und das können wir auch machen. Und dazu nehmen wir ja wieder den Set-Befehl. Wir setzen ja was. Und wir setzen diesen Wert ja auf DSP. So, aber wo rein? Na, wohin setzen wir den? Also gucken wir uns hier einmal LED. Dann haben wir hier Small, Large. Ist aber egal, welchen wir nehmen. Und da haben wir jetzt hier verschiedene Sachen. Wir haben einmal auch Mode, Logic, Connections. Das brauchen wir jetzt nicht. Logic haben wir Power. Den Mode können wir schreiben, okay. Ja, also irgendwie haben wir hier was, was wir schreiben können. Error können wir auslesen. Settings können wir schreiben. On können wir schreiben. Okay, damit machen wir es an aus. An ist es schon, wir müssen es nicht anmachen. Required Power haben wir noch. Color haben wir. Prefab Hash wieder. So, und Setting kann ich euch jetzt mal verraten. Setting, das ist so ein generelles Ding, wenn ihr irgendwo was einstellen wollt. Macht man es in Setting. Ganz, ganz häufig macht man das in Setting. Es gibt Sachen, wo es nicht so ist, aber in den meisten Sachen ist es Setting. So, also wir schreiben das jetzt mal in Setting rein. Setting. Und dann ist es hier jetzt R-Temp. Ja, das schreiben wir rein. Das Stückchen Code probieren wir jetzt erstmal aus. Zack. Und da haben wir es. Ja, da haben wir unsere Temperatur. 313. Da sagt er jetzt 313, alter Schwede, das ist aber gut aufgeheizt, wa? Nee. Also, Wirklichkeit, es ist da drin. Pressure Critical, was will der denn jetzt? Egal. Zack. Hier drin sind es 30 Grad. Jetzt kühlt es natürlich aus, aber wir sehen auch, es wird jetzt weniger. Und da seht ihr jetzt eventuell auch schon den Unterschied. Das hier ist Kelvin. Ja, also, Temperaturen werden uns immer in Kelvin rausgegeben, niemals in Grad Celsius. Und da haben wir unser erstes Problem. Ja? Wir wollen jetzt aber gar keinen Kelvin haben, wir wollen Grad Celsius haben. Wir wollen ja fürs menschliche Auge sehen, was da drinnen passiert. Und das können wir natürlich auch machen. Ja? Wer es nicht weiß, also wer kennt den Unterschied zwischen Grad Kelvin und Grad Celsius jetzt nicht? Kelvin, 0 Grad Kelvin ist die ist der kälteste Punkt. Es geht nicht unter 0 Grad Kelvin. Ja, das klappt nicht. Und 0 Grad Celsius entsprechen 273,15 Grad Kelvin. Heißt also, wenn wir bei uns auf der Erde 0 Grad Celsius haben, dann sind das 273,15 Grad Kelvin. Und das können wir natürlich jetzt umrechnen, indem wir einfach diese 273 Grad da wieder abziehen. Ja? Also nehmen wir einen Befehl aus der Mathematik, sub heißt er hier. Und da sehen wir jetzt auch R und hier A und B, was dann R oder num sein kann. Und wir schreiben in
Temp rein. Ja, dahin schreiben wir zurück. Und zwar rtemp. Und von rtemp, von a, und wenn ihr euch meine Tabelle anguckt, dann habe ich das auch so reingeschrieben. Also von diesem hier wird das hier abgezogen. 273,15. Und hierhin zurückgeschrieben. Ja, übrigens, englische Schreibweise, kein Komma, sondern Punkt. So, also das minus das wird hier reingeschrieben. Wir überschreiben den Wert, wir überschreiben also dieses R0, ne, das R-Temp. Wir könnten natürlich auch in eine neue reinschreiben, das geht auch. Ne? Das müssen wir aber nicht. Und wenn wir das gemacht haben, dann wissen wir jetzt, da drin herrschen gerade 17 Grad. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier anschalten. Und da seht ihr, wie die Temperatur jetzt nach oben schießt. Ja? Und ihr seht auch, wie das Glas hier kaum isoliert, also nicht gut isoliert. Ja? Da geht richtig auch Temperatur weg von dem Glas. Aber es soll jetzt hier keine Dynamik-Video werden, sondern ICC-Tutorial. Also, das funktioniert. Ja, das klappt ganz gut. Wir lassen die Temperatur dann mal wieder raus. So. Wir sehen jetzt also in Grad Celsius, was da gerade stattfindet. Ja. So, was wir aber noch machen können, ich meine, wir haben da jetzt ganz viele Nachkommastellen. Wollen wir die wirklich haben, diese Nachkommastellen? Weiß ich nicht. Könnten wir wegmachen. Aber das lassen wir jetzt mal kurz sein. Das Video soll jetzt nicht ewig lang werden. Also, kleiner Tipp für denjenigen, der das jetzt gerne machen möchte. Es gibt einen Befehl dafür, na, für das Runden, englisch Round. Da dürft ihr gerne hier mal rumspielen und das da einbauen, wenn ihr Lust habt. Na, als kleine Hausaufgabe oder so. Gut, jetzt wollen wir aber noch was machen. Ja, wir wollen ja, wenn die Temperatur einen gewissen Wert überschreitet, wollen wir, dass die LED angeht. Ja? So, wir haben eine gewisse Wohlfühltemperatur, die geht bis 50 Grad bei unserem Station hier. Ansonsten darüber wird der dann ein bisschen ungehalten und fängt an zu schwitzen. Ich weiß nicht, ich fange bei 25 Grad schon an zu schwitzen, aber der hält 50 aus, das ist auch okay. Also wollen wir jetzt, dass wenn eine bestimmte Temperaturschwelle erreicht ist, dass die Lampe rot wird. Sage ich jetzt einfach mal. Und das Display soll auch rot werden. Also müssen wir jetzt zwei Sachen machen. Wir wollen die LED in Rot machen. Ne? So, diese hier. Und da können wir den Parameter Color hier setzen. Wenn wir den mal anklicken, dann kriegen wir hier auch die Colors. Und da gibt es eine ID, nämlich die 4. Und das bedeutet Rot. Ja, und das setzen wir jetzt mal. Ja, einfach jetzt erstmal nur so. Setzen wir das. Wir sagen jetzt Set DSP und Color 4. Einfach um auszuprobieren, ob es klappt. Jawohl, das funktioniert. Und jetzt müssen wir uns die Nummer raussuchen für grün, dann wollen wir auch wieder zurückwechseln. 2. Ja. Dann ist es das gleiche, nämlich mit 2. Jetzt führen wir die beiden Befehle so schnell hintereinander aus, dass er sofort auf grün geht. Okay, das funktioniert. Befehl getestet. Jetzt müssen wir springen in Abhängigkeit. Ja? Das sind sogenannte Branches. Wir haben die letztes Mal schon kennengelernt. Die Tabelle hier. Und wenn wir hier sehr weit nach unten gehen, dann haben wir hier vergleichende Befehle. Ja, wir wollen ja gleich etwas vergleichen. Wir wollen ja gucken, ist die Temperatur größer, kleiner, gleich, irgendwas. Und da suchen wir uns jetzt das Richtige raus. Wie suchen wir hier jetzt am besten? Wir gucken uns hauptsächlich einmal diesen Part hier an. Ne? Das, was unter den Buchstaben steht hier. Und was wollen wir vergleichen? Na, also ich würde jetzt sagen, wir gucken erstmal für den Anfang, ist das größer als? Ja? Und größer als, da suchen wir jetzt hier aus der, weiß ich gar nicht, was, welche Klasse ist das? Dritten Klasse oder so, mal das größer als Zeichen. Das haben wir hier. Und dann ist es der. Darüber steht dann der Grundbefehl GT. GT steht für greater than, also größer als. Und hier haben wir vier Befehle, die mit dem Thema GT
zu tun haben, also greater than. Wir haben den BGT, den BGTAL, den BRGT und den SGT. Wir nutzen jetzt erstmal nur einen davon und das ist der sogenannte BGT. Der BGT ist ein Branch greater than, also springe, wenn größer als. Ne? Und der hat drei Parameter und hier steht jetzt auch nochmal drin. Prüft, ob A, das ist der hier, größer B, das ist dieser hier, ist und springt, sofern zutreffend, zu C, das ist dieser hier. Ja, also drei Parameter. Jetzt basteln wir das Ding mal ein. Ja, also BGT, Branch greater than, DR temp. So, größer als was? Größer als, wir sagen jetzt mal, 25 Grad. Ich muss jetzt mal kurz so machen. So, größer als 25 Grad, sag ich mal. Ja. Jetzt, Vorsicht, ich kann hier jetzt, weil ich hier auf Grad umgestellt habe, ne, durch diese Geschichte, kann ich jetzt auch in Grad Celsius arbeiten. Denkt daran. Ansonsten, wenn ihr das hier nicht gemacht habt, müsst ihr hier in Kelvin arbeiten. Ne? Das heißt, ihr müsst hier 273 draufrechnen. Ne? Also, Vorsicht. So, also, ist das hier größer dem hier, also 25 Grad, dann mache was. Wir springen in eine neue Sprungmarke. Und die sagen wir mal, nennen wir mal Alert. J Alert. So. Und das tragen wir hier rein. J Alert. Ja? So, und da machen wir Folgendes. Wir sagen hier, zack, 4. Ne? Das ist ja rot gewesen. Und wenn er den jetzt auf rot gestellt hat, wir wollen ja aber auch noch die LED benutzen, die soll also auch eingeschaltet werden und auf rot gestellt werden. So, und da können wir natürlich noch sagen, set S LED on 1, damit wir die LED einschalten, set D LED, die hat den gleichen Parameter Color. Ja, das ist auch, also ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich euch das jetzt vorsage in dem Moment, weil das ist in dem Spiel so wirklich recht gut durchgezogen, dass ein Parameter die gleichen Wirkungen hat. Das ist bei einigen Sachen passt das nicht immer hundertprozentig, aber ein Parameter hat schon sehr bei den meisten Geräten die gleiche Wirkung. Ja, aber hier ist es dann auch so und wir setzen den auf rot. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das Programm geht ja bei, den können wir jetzt mal rausnehmen, so. Das Programm geht ja bei, arbeitet hier oben den Spaß ab und geht hier jetzt bei, fängt hier an, liest es aus, subtrahiert das Ganze, setzt es aufs Display. Wenn der größer ist, springt er da zu J-Alert. Wenn nicht, geht er hier hin, springt hier zurück, das Ganze fängt von vorne an. Wenn es aber größer ist, dann springt er in J-Alert hier hin, arbeitet die drei Befehle ab und danach ist das Programm zu Ende. Ja, wir haben hier keine Rücksprungmarke. Da müssen wir also aufpassen. Wir müssen eine Rücksprungmarke haben. Und da gehen wir wieder in J Loop. So. Dann springt er zurück. Machen wir mal exportieren. Passiert jetzt erstmal noch gar nichts. Keine Sorge. Das ist in Ordnung so. Jetzt werden wir mal das Ding hier einschalten. Und dem als Hallo. So. So, wir haben ja sehr schnell die 50. Moment. Kleinen Frosch am Hals gehabt. Haben sehr schnell die 25 geknackt hier. Machen wir mal wieder aus. So, warten wir jetzt kurz. Wir werden das gleich mal hochsetzen. So, und wir sind unter 25. So, was auffällt, die Lampe bleibt an und der bleibt rot. Ja, also wir wollen ja wieder, dass es zurückkehrt. Und müssen uns jetzt also auch gleich noch was überlegen. Aber erstmal, die 25, die waren zu klein. Aber ich finde es immer doof, das hier zu suchen. Also, jetzt, was ich im letzten Video schon angekündigt habe, wir werden uns in Define setzen. Ja, Max, Temp,
Defines und Konstanten, die schreibe ich immer voll groß, also komplett in Uppercases, damit ich erkenne, dass es ein Define. So, Max Temp. So, und dann gehe ich hier runter und sage, BLT haben wir jetzt zum Beispiel, weil wenn es einen Befehl gibt, der Branch greater than, also springe größer als, dann wird es ja auch einen Befehl geben, der Branch lower than heißt, oder? Macht ja Sinn. Aber was ist, wenn die Temperatur jetzt exakt gleich ist? Ja, wir können größer, können kleiner, aber was ist mit exakt gleich? Was passiert dann? Das fangen wir hier jetzt nicht ab. Das müssen wir auch irgendwie berücksichtigen. Also brauchen wir auch gleich. Gleich heißt im Englischen equal, also BL, also branch lower equal than. Ja, leider nicht. Gehen wir zurück in die Tabelle. Haben wir nicht gefunden. So auf Anhieb. Also gucken wir mal hier. BLE. Also nicht BLET, sondern einfach nur BLE. Gucken wir hier rein. BLE. Das funktioniert. So, da können wir zum Beispiel sagen, R-Temp, Max-Temp, J-Normal nennen wir das mal. Und sagen hier J-Normal, Doppelpunkt. Und hier J-J-Loop. Da springen wir nämlich wieder zurück in die Hauptschleife. So, und was machen wir? Wollen wir, dass die LED immer rot leuchtet? Na, dann können wir uns das nämlich sparen, dass wir sie wieder umstellen auf grün und können sie hier einfach ausschalten. Dann sagen wir einfach hier ausschalten, dann bleibt sie rot, aber wir schalten sie aus. Oder, und wir können das Display hier halt auf grün, das war ja 2, glaube ich, ne? Können wir auf grün zurückstellen. So, folgendes wird hier jetzt passieren, also der Code rattert hier durch, wenn es kleiner ist, dann wird er normal springen und die Farbe hier auf normal ändern. Und wenn es drüber ist, dann wird das hier auf die Alarmfarben stellen. Was wir jetzt auch noch machen können, wir können hier oben, bevor die Loop beginnt, so initial könnte man sagen, können wir uns alles reinschreiben, was sich danach nicht wieder ändern wird. Ne? Zum Beispiel hier die Farbe der LED. Bevor überhaupt irgendetwas passiert, wechseln wir die Farbe der LED auf 4, ne? Also auf Rot. Und danach wird sich die ja nicht mehr ändern. Die LED wird ja nur noch an- und ausgeschaltet hier. Also können wir so Initialbefehle hier unten schön reinpacken, dann ärgern die uns hier unten nicht. Ne? Und können wir dann reinschreiben, initiieren, weiß ich nicht, Setup nennen wir das. Das ist, glaube ich, schöner. Setup. Dann können wir uns ein bisschen noch eine Beschreibung dazu machen. So, dann schalten wir das aus, schalten die Farbe um und fertig. Aber die Farbe, wenn das Programm jetzt ganz neu startet, wäre es vielleicht auch ganz schön, wenn wir die Farbe von dem Display erstmal auf grün setzen. Also auf die Normalfarbe. Und dann wäre es natürlich schön, jetzt haben wir nämlich wieder diesen Punkt, dann wäre es natürlich schön, wenn wir die Normalfarbe auch anpassen können. Also define color norm mal 2. Achso, Unterstriche gehen hier nicht. Stimmt. Define color varn 4. So, und jetzt wechseln wir die 2 hier mal aus. Und die 4 wechseln wir auch einmal aus. Da und da. Und jetzt speichern wir das Ganze mal ab. Export. Und was hatten wir jetzt gesagt? Haben wir so 50 umgestellt eigentlich? Nee, ne? So, jetzt können wir hier oben auf 50 umstellen. Temperature low. Und machen den mal zu. So, und der hält jetzt so ein bisschen besser die Temperatur. Und jetzt machen wir den mal an. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt haben wir gleich die 25 schon mal. Das ist schon mal ein bisschen was. Passiert nichts. Schon mal gut. Komm. Weiter geht's. Zack. Die 50 sind erreicht. Die LED geht aus. Ich kann den auch hier nicht. Na,
klappt nicht. Die jetzt aufmache, geht die Temperatur zurück. Zack. Und dann schaltet der auch die Warn-LED aus. Ziemlich cool, muss ich sagen. Und das können wir sogar alles anpassen. Wir können sogar sagen, hier 0 machen wir mal und gelb. Also 0 und 5. Und wir sagen jetzt mal 0 und 5. Exportieren. Und jetzt seht ihr, die Lampe wird gelb leuchten und das Schild ist blau. Und der wird auch blau werden, wenn gelb werden, wenn er die Temperatur von 50 Grad erreicht. Und dafür sind die Finds halt richtig gut. Und das kann ich jetzt ganz schnell ändern, ohne im Quellcode ewig suchen zu müssen. Ja? Ihr seht ja, wie schnell das jetzt ging. Ne? Einfach reingehen. Und wenn ihr jetzt noch beigeht und sagt, ihr macht hier hinter jetzt noch Farbe, ja, hier mit Umlauten vorsichtig sein, Farbe für Warnung und Farbe für normal und maximale Temperatur. So. Ich versuche eigentlich immer, hier hinter sowas nicht zu schreiben, weil dieses Max Temp, das ist so, das sagt ja eigentlich schon alles aus, ne? Und Color Norm, Color Warn oder Color Alert oder so, sagt ja auch alles aus. Deswegen schreibe ich hier hinter lieber, welche das denn überhaupt ist, weil 5 ist ziemlich uncool. Ja, ich weiß gar nicht, kann man jetzt inzwischen, ne, kann man immer noch nicht, ne. Wäre schön gewesen, wenn ich die Farbe jetzt schreiben könnte, aber das geht nicht. Insofern schreibe ich mir hier hinter jetzt zum Beispiel Yellow, ja, oder Gelb oder was ihr wollt. Und hierhinter schreibe ich mir dann Blue. Und hierhinter schreibe ich mir meistens so Sachen wie 50C. 50C für Grad Celsius, weil dieses Zeichen hier, das wird verschwinden. Das ist auch so eine Art Umlaut. Und normalerweise Temperaturen gibt man ja in Grad Celsius an. Und wenn ich das jetzt in Grad Celsius angebe, ach, nicht in Grad Celsius, Entschuldigung, in Grad Kelvin, dann wären das nicht nicht 50 Grad, sondern es wären 323,15 Grad. Und damit ich dann nicht nochmal rechnen muss, schreibe ich mir das hier hinter. So. Das würde hier jetzt aber Ärger geben, wenn ich das hier oben eintrage. Aber gewöhnt euch es lieber an, in Grad Kelvin zu rechnen. Ja? Es ist wirklich schöner. Ich finde es schön, wenn die Gasdisplays das auch noch hätten, dass man das da umschalten kann, was man sehen möchte. Aber es geht leider nicht, da hat man immer Grad Celsius. Hier wäre es halt wirklich, also gewöhnt euch das an. Grad Kelvin ist die Einheit. Wenn ihr dann für die Anzeige zum Beispiel wie hier Grad Celsius benötigt, dann könnt ihr das ja ausrechnen. Und dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich hier ein Register nehme. Und zwar R15 zum Beispiel. Und dann hier auch R15. Warum mache ich das jetzt? Warum mache ich mir jetzt nicht hier ein Alias? Ganz einfach. Ich mache Variablen, die Namen haben. Die beginne ich hier bei 0. Variablen, die ich aber nur einmal, also Register, ja, Variablen und Register sind für mich hier jetzt das Gleiche. Variablen, die ich nur ein einziges Mal verwende, die fangen bei mir hinten an. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht irgendwann, wenn ich hier ganz viele habe, dass ich die irgendwann überschneide. Das ist klar, das muss man immer aufpassen. Aber hier weiß ich jetzt, die R15, die werde ich nicht benutzen. Also da werde ich wahrscheinlich auch nie in diesem Programm hinkommen, dass ich die R15 brauche. Also kann ich ganz hinten anfangen, kann die beschreiben, hier benutzen. Und bei solchen Sachen, die sind nur temporär. Also heißt, die schreibe ich hier, die lese ich hier, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Das heißt, ich kann das Ganze hier nochmal wiederholen. Ne? Ich kann hier auch irgendwas lesen, ne? Und das hier wieder reinschreiben. Ne? Also ich kann das ganze Spiel hier einfach komplett wiederholen mit einer anderen Geschichte. Und R15 benutzen logischerweise. Nur weil ich es hier benutzt habe, heißt es nicht, dass ich es nie wieder benutzen kann. Ne? Ich kann die natürlich wieder benutzen. Also ich schreibe, ne? Ich muss nur aufpassen, ja genau, so ist besser erklärt, ich muss nur aufpassen, dass in dem Moment, wo ich es reinschreibe und wo ich es rauslese, dass ich dazwischen, dass ich es dann nicht verändere, weil sonst schreibe ich mir falsche Werte. Ja?
So, und dann habe ich hier nämlich mein Grad Kelvin. Ich kann mit Grad Kelvin rechnen und kann das hier exportieren. Und jetzt habe ich da schon 700 Grad und irgendwann platzt mir da die Scheiben. Jo. Hoppala. Papa, ich hab Aua. Okay. Ja, also ihr wisst, worauf ich hinaus will und die Folge ist eigentlich auch schon vorbei. Ja. Ich werde jetzt mal hier meinen Anzug fixen und da könnt ihr mir gerne mal zugucken oder ihr könnt auch abschalten. Das ist... ja, es wird jetzt nichts mehr Schönes passieren hier. Es war auch so dämlich, das Ding jetzt aufzumachen. Und so. Und das entlassen wir mal der Umwelt. Jetzt habe ich wenigstens einen schönen Anzug. Okay. So, ihr seht aber, das funktioniert. Er hat ja wieder auf blau geschaltet. Und wenn ich jetzt hier zumache, dann ich gehe jetzt in Deckung. Und ich setze mich hier unten ins Loch. Und dann können wir hier gucken. Ja, vorsichtig. So, 50 Grad. Ne? Also ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann bei 700 Grad oder so wird das Ding explodieren. Okay, so. Halbe Stunde haben wir jetzt schon das Video. Also ich sage tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich muss noch überlegen, was dran kommt. Ich bin jetzt gerade noch nicht ganz sicher. Das hat mich gerade ein bisschen ins Konzept gebracht hier. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.